es Ihnen nicht? Doch, ja. Es ist sehr interessant. Sie sind ganz verändert. Plötzlich erwachsen. Geh, Bubi. Du tust mir so weh, Bubi. Nein, wirklich, ich sehe, Bubi. Ich muss dich noch lernen lassen, aufzupassen. Ich aber habe keine Lust zuzusehen, wie Friederike mit den Anlagen ihrer Großmutter auf diesem gefährlichen Pflaster jeden Gebrauch davon macht. Aber ich, lieber Freund, ich werde als ihr Vormund es nicht zulassen, dass um dieses Mädchen herum wieder eine baringsche Familientragödie entsteht. Wenn Sie sich künstlerischen Abenteuern fernhalten und mehr Wert auf die Sicherung Ihrer Liebesbeziehung zu einem wertvollen Menschen legen, dürfte die Erfüllung gemeinsamer Wünsche nicht mehr fernliegen. So sagt das Horoskop. Sie alter Bluffer. Erstens steht da gar kein Horoskop drin. Und zweitens war das Horoskop für eine Jungfrau. Ich aber bin, wie gesagt, Wassermann. Beziehungsweise Wasserfrau. Ihr PP-Leute, lasst euch sagen, wir haben die Moral zu Grabe getragen. Wir haben die Kostüme auf Halbmast gesetzt. Arme Moral, arme Moral. Ich habe ja persönlich nichts gegen Falkenstein, das weißt du. Aber jede Zeit hat ihre Stiefkinder. Ist dir eigentlich schon einmal aufgefallen, dass auch das Baringsche ein Stiefkind unserer Zeit ist? Du bist sehr spät nach Berlin gekommen. Vielleicht zu spät. Ich hatte irgendwie Heimweh. Nach Berlin? Auch. Nach der Kunst? Auch. Und nach deinen Grobheiten. Wir reden viel zu wenig über das, was uns bedrückt. Wir tun so, als wäre es gar nicht da. Du bist eine Baring. Auch wenn du im Augenblick viele tausend Meilen von dir selbst entfernt bist. Nur gut, dass du einsiehst, dass ich viel mehr Grund zum Heimweh habe als du. Du bist ja noch jung genug. Du wirst dich schon zurechtfinden. Ich weiß nicht, ob ich da noch einmal anfangen könnte. Ich bin nicht mehr jung. Plötzlich merke ich es, Archie. Ich bin sehr alt, denn ich bin müde. Ich kann nicht mehr fliegen.